Herzlich willkommen, einen schönen Sonntagabend aus dem Hanapi-Stadion. 5 Spiele wird der ORF im Lauf dieser Frühjahrsmeisterschaft live übertragen. Heute das erste, das große Duell Grün-Weiß gegen Violett, Rapid gegen die Austria. Um 20 Uhr geht's los, aber schon jetzt, eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Gute Stimmung, mehrere tausend Zuschauer hier, die stürmisch gerade die Rapidler, die einzeln das Spielfeld betreten, beklatschen. Ja, die Rollen sind klar verteilt vor diesem 208. Derby. Rapid, haushoher Favorit, der Meister und Tabellenführer. Die Austria, krasser Außenseiter, der Tabellenfünfte. Aber da gibt es so einen bestimmten Satz, der lautet, Derbys haben eigene Gesetze. Sie werden ihn wahrscheinlich kennen, abgedroschen, aber er hat immer wieder seine Gültigkeit. Und wir machen uns deshalb berechtigte Hoffnungen, dass wir auch heute einen richtigen Hit hier im Hanapi-Stadion erleben mit viel Spannung und viel Emotionen, wie so oft in den 207 Partien zwischen Rapid und Austria. Mein Kollege Andi Felber hat ein bisschen in der Geschichte geblättert, dieses langen, großen Wiener Derbys, und hat einige Höhepunkte herausgepickt. Am 3. Dezember 1911 gewinnt Rapid das erste Meisterschaftsspiel gegen die damaligen Amateure, die sich erst 1926 in Fußballclub Austria umbenennen, klar mit 4:1. Der erste Star der damaligen Zeit, Rapid-Goalgetter Josef Uredil, athletisch, wuchtig, kampfstark. Ihm zu Ehren wird sogar ein Lied komponiert. Das violette Pendant der Uredil, ein Favoritner, der 1924 als 21-Jähriger zu den Amateuren kommt. Sein Name Matthias Schindelar. Von 1924 bis 1939 verströmt Schindelar jenes violette Flair, mit dem die Austria berühmt wird. Seine Besonderheit war, dass Leute auf sich ziehen und im gegebenen Moment den Mitspieler in leeren Raum zu stichten. Von 1938 bis 1949 wird das Derby nur 20 Mal ausgetragen. Am 23. August 1942 feiert Rapid mit einem 10:1 den höchsten Sieg gegen den Erzrivalen. Herausragende Rapid-Persönlichkeit zu dieser Zeit, Franz Bimbo Binder, den wir hier in Aktion sehen. Seine 21 erzielten Treffer sind absoluter Rekord in der ewigen Derby-Torschützenliste. Am 17. September 1950 das spannendste aller Derbys. 7:5 für Rapid. Alfred Körner erinnert sich. Es war anders wie heute. Es war die Zuschauermasse. Es hat schon gebrodelt die ganze Woche, wurde nur von dem einen Spiel gesprochen. Und natürlich die Stimmung. Viel Stimmung auch am 11. Oktober 1969. Der höchste Sieg der Austrianer, 6:0 im Wiener Praterstadion. Mit dabei auch Robert Zara mit 55 Derby-Einsätzen, der Rekordhalter. Ich würde nicht sagen können, jetzt ist die Austria gut drauf und das werden sie gewinnen. Es ist meistens oft so gewesen, dass das Gegenteil eintroffen ist. Dann, ne? Man weiß nur, dass eine kranke Hand wieder gekommen ist, wahnsinnig gefährlich war. Ich muss auch sagen, er hat gegen uns wenige Tore gemacht. Ja, das hat einen Spaß gemacht. Das hat sicherlich einen Spaß gemacht. Ich war ein sehr junger Spieler. Beim 14:0 im Wiener Stadion, da waren, glaube ich, damals naja, sicherlich 40.000, 45.000 Zuschauer. Beim 14:0 Sieg Rapid gegen Austria alle 4 Tore geschossen und das war das Schönste für mich, den Tore gegen Austria, das war ganz etwas Besonderes. Zuckerl für die Austria-Spieler, bei einem Sieg ein günstiger Wagen von Präsidenten und Autoimporteur Joshi Walter. Wenn man ein neues Auto kaufen wollte, dann hat man immer das Derby abgewartet und wenn man es gewonnen hat, hat es die besten Prozente gegeben. Allerdings bei einer Niederlage hat sich dann kein Auto gekauft, denn dann hat es überhaupt keine Prozente gegeben. Das bislang letzte Derby im Herbst vergangenen Jahres gewinnt Rapid durch Treffer von Herer von Prosenik mit 2:0. Damit hat Rapid in der Gesamtstatistik 20 Siege mehr als die Austria. Doch wie gesagt, da kann man nie was voraussagen. Das war immer das Interessante. Ja, und so wird es sicherlich auch heute sein. Ich traue mich keine Prognose zu machen. Einer ist heute mit Sicherheit dabei, der Didi Kübauer. Wie Sie wissen, seit 3 Wochen liegt seine Frau Michaela auf der Intensivstation des Wiener Neustädter Krankenhauses. Dennoch hat der Didi in der Vorwoche in Innsbruck gespielt und das ausgezeichnet. Und er hat damit eines gezeigt, dass er bereit ist, sich vom Schicksal nicht in die Knie zwingen zu lassen. Rapid Frühjahrsauftakt am Innsbrucker Tivoli. Didi Kübauer erzielt beim 4:2-Sieg 2 Elfmeter-Tore und bereitet die beiden anderen vor. Das Schicksal des 25-Jährigen und seiner Michaela erregt das Mitgefühl von Teamkollegen, gegnerischen Spielern und Zuschauern. Ja,
Also der Didi hat sich selbst erbeten, in Ruhe gelassen zu werden und auch von den Journalisten und von allem rundherum. Er möchte sich konzentrieren auf die Spiele und auf seine Frau und alles andere ist ihm eher zuwider. Die Mannschaft kann ihm immer wieder nur so Zeichen geben, dass sie vor hinter ihm steht, dass sie alles versteht, was er im Moment macht, ob er da ist oder nicht da ist, das ist alles seine Entscheidung. Die Mannschaft wird immer hinter ihm stehen, die Mannschaft wird verstehen, wenn er sagt, er will spielen, dann ist es für uns gut, das hat man gesehen in Innsbruck. Wenn er aber sagt, er mag ganz einfach nicht spielen, dann ist es nur zu verständlich, dass er halt sagt, er pfeift im Moment auf den Fußball. Ich denke mir, es ist so, dass wirklich jeder Rücksicht nimmt auf ihn und sehr feinfühlig ist mit ihm. Und in der Körpersprache im Spiel gegen Tirol hat man eigentlich gesehen, wie viel Sympathien er in der Mannschaft hat. Hineinfühlen, das kann man ganz einfach nicht. Man kann mitfühlen mit ihm, aber hineinfühlen kann man sich sicher nicht. Ja, ich meine, ich mag den Didi irrsinnig gern und ich kenne auch seine Frau. Ich meine, der Didi wird mich gut genug kennen, um zu wissen, dass ich an ihm denke und dass ich weiß, dass es nicht leicht hat, aber ich werde vor dem Match über das mit ihm überhaupt nichts reden. Ich werde es ganz einfach so lassen, wie es ist. Und in meinen Gedanken bin ich bei ihm, wenn er bei seiner Frau ist. Verständnis sollten auch die Schiedsrichter haben. In Innsbruck zeigt Schiedsrichter Hensel dem Rapidler schon nach 9 Minuten gelb, wegen angeblicher Spielverzögerung. In Tirol, der Schiedsrichter, der hätte sich wirklich den Psychologie-Nobelpreis verdient. In der 10. Minute wegen Spielverzögerung, wo eigentlich überhaupt kein Anlass dazu war, die gelbe Karte zu zeigen, das ist idiotisch. Das ist halt das, was man ja seit Jahren predigt, dass er ein bisschen ein Fingerspitzengefühl hat, dazugehört. Und das ist halt eine Situation, wo man es halt zeigen kann. Aber um Gottes Willen verlangt keiner für Didi oder für Rapid irgendeine Sonderbehandlung aufgrund seiner privaten Situation im Moment. Ja, Anteilnahme und Bewunderung für den Didi Kübauer. Die ist ihm sicher nicht nur von den Rapid-Fans, sondern von allen Fußballfans in Österreich. Es hat sich natürlich heute nicht nur fußballmäßig etwas getan. In circa 10 Minuten geht es los mit dem großen Schlager Rapid gegen Austria. Die Spieler wärmen sich noch auf und das haben sie bitter nötig. Es ist ziemlich frisch hier in Hütteldorf. An meiner Seite jetzt ein paar nette Mädels und allen voran der größte Kübauer-Fan unter den Rapid-Fans, nämlich die Patricia. Was hast du denn dem Didi Kübauer auszurichten? Wir wünschen der Michaela Kübauer das Beste und das kommt vom ganzen Fanclub der Grünen Löwen. Dann danke ich dir recht herzlich, auch wenn es die Michaela nicht hören kann. Ich glaube, den Didi freut es. Er braucht jetzt die Unterstützung von jedem Fan. Danke euch und ihr habt euren Auftritt dann, glaube ich, in der Pause, oder? Ja, in der Pause haben wir einen Auftritt. Heißt jetzt aufwärmen, gell, ein bisschen. Gut, danke euch. Ja. So, und ich hoffe jetzt, dass mir der Trainer von Rapid, Ernst Dokopil, die letzten Geheimnisse verrät, ein paar Minuten bevor es losgeht. Ein bisschen ein Kribbeln da oder ist es wie bei jedem Meisterschaftsspiel? Naja, das darf ich schon was Besonderes. Natürlich ist ein bisschen ein Kribbeln da. Ja. Aufstellung, wie schaut sie aus? Schauen wir es uns einmal gemeinsam an, die taktische Variante. Wir werden es gleich eingespielt bekommen. Ja, wir spielen mit Konsel im Tor, mit Ivarov als Letzten, Schöttl und Leschak Innenverteidiger. In der Mittelfeld kommt ein großes Mittelfeld mit Prosenik, Herav, Kübauer, Jovanovic, Stöger und Radajcik und mit einer Spitze mit Wagner. Also Andi Herav kann spielen, trotz der Handverletzung? Ja, er kann spielen und ich hoffe auch gut. Hat es Ihnen ein bisschen wehgetan, die erfolgreiche Garnitur, die in Innsbruck so gut gespielt hat, aufzureißen? Naja, es war so, dass Roman Bivanik verletzt war und das hat sich praktisch so ergeben. Zur Ausgangsposition muss man sagen, Rapid, haushoher Favorit, sagen alle. Wie sehen Sie denn jetzt? Sieht man jetzt ab von der Gesetzmäßigkeit bei Davis, was spricht denn eigentlich gegen Rapid? Fällt Ihnen irgendwas ein? Ja, es kann sehr viel sprechen. Der Spielverlauf zum Beispiel, man vergibt sehr viele Chancen, der Gegner haut sie rein. Also da kann sehr viel passieren. Wir sind nicht die Übermannschaft, die jedes Spiel nur auf Platz gehen braucht, um zu gewinnen. Da gehört schon mehr dazu. Wir müssen uns alle Siege erkämpfen. Danke, Ernst Dokopil. Und damit lasse ich Sie jetzt in die Kabine zu Ihren Spielern. So, und schon der nächste Trainer an meiner Seite, Walter Skoczyk. Auch Sie muss ich fragen, ist es für Sie ein Spiel wie jedes andere oder kribbelt schon ein bisschen innerlich vor so einem Derby? Ja, das ist ganz klar. Ein Derby ist ein Derby und Rapid Austria ist immer etwas Besonderes. Die Stimmung und jeder will die beste Mannschaft in der Stadt werden. Also ist schon was Besonderes. Alle spricht natürlich vom haushohen Favoriten Rapid. Was kann die Austria tun, um heute Rapid trotzdem in Haxel zu stellen? Naja, wir müssen gut kombinieren, diszipliniert spielen, Zweikämpfe gewinnen, dann haben wir Chancen. Rapid ist eine sehr gute Mannschaft, da ist es die routinierteste Mannschaft in Österreich
Aber trotzdem, in einem Derby ist immer alles möglich. Und ich hoffe, dass es ein gutes Spiel wird und dass wir punkten können. Schauen wir uns einmal gemeinsam die Aufstellung der Wiener Austria an. Wenn Sie es kurz kommentieren. Ja, das ist unsere Mannschaft. Also die Austria wird spielen mit einer Sturmspitze, mit Wagner. Fraglich ist noch, ob der Prosinek rechts spielen wird oder der Jovanovic. Aber sonst haben wir die Aufstellung so erwartet. Ja, jetzt aber zur Austria-Aufstellung. Naja, ich möchte sagen, wir spielen mit 3-5-2, wobei Ogris, Milovanovic vorne spielen. Wenn die mit einer Spitze spielen, geht der Pfeffer ein bisschen nach links und der Breu geht als dritte Spitze, also als hängende Spitze auf die linke Seite. Der Breu spielt anstelle von Astafjev, mit dem waren Sie nicht zufrieden zuletzt. Gibt es da Probleme mit ihm? Nein, keine Probleme, aber er hat im letzten Spiel nicht so gut gespielt. Er hat ein bisschen körperliche Probleme, aber ich bin überzeugt, dass er uns im Laufe der Meisterschaft noch helfen kann. Sie sind ja nicht ganz gesund heute, habe ich gehört, Walter Skocic. Naja, ein bisschen grippig, aber ich muss das übertauchen, weil ich sage immer zu meinen Spielern, also das gibt's nicht, ein Grip gibt's nicht. Und da muss der Trainer Vorbild sein. Gut, dann wünsche ich auch Ihnen viel Glück fürs Derby, alles Gute und ab in die Kabine. Was werden Sie den Spielern jetzt noch sagen, zwei Minuten, bevor es losgeht? Naja, sie müssen am Anfang aufpassen, die ersten 10 Minuten sicher spielen, den Ball in der Mannschaft halten. Die Raumaufteilung muss stimmen und dass wir uns nicht überraschen lassen. Danke, Walter Skocic, und viel Glück auch Ihnen. Die letzten Minuten laufen, das Stadion hat sich bereits gefüllt. Rapid, Rapid, den Chor, Sie hören es im Hintergrund, also prächtige Stimmung. Ich gebe hinauf zu der ersten Halbzeit mit unserem Kommentator Peter Elstner. Ja, grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Begrüße hier recht herzlich aus der Kommentatorkabine hier im Hanapi-Stadion. Wenn man hier heraussieht, die Anhängerclubs von beiden Seiten sind schon sehr gut gestimmt. Der große Rapid-Sektor und auf der drüben Seite da hinter der Kamera, die mich jetzt gerade aufnimmt, die Anhänger des FAK, der Austria. Und das ist ein Spiel, das wie immer ganz besondere Vorzeichen hat. Denn Rapid ist die Mannschaft, die, das haben die Trainer auch gesagt, favorisiert ist. Das lässt sich schon aufgrund der Statistik ganz klar sagen. Die Statistik sagt ganz nüchtern, das 208. Derby hat folgendermaßen statistischen Wert. Es hat 207 Spiele vorher gegeben nach Adam Riese, das ist klar. 94 Rapid-Siege, 29 Unentschieden und 74 Siege für die Wiener Austria. Und da sehe ich das Schiedsrichter Grab herbei, Christian Nehibald. Ja, und ich habe mir gedacht, wenn wir schon die beiden Trainer fragen, ob es ein bisschen ein Kribbeln gibt vor so einem Spiel, wie schaut es denn beim Schiedsrichter aus? Ist auch nicht, glaube ich, ein Meisterschaftsspiel wie jedes andere. Nein, sicher kein Meisterschaftsspiel wie jedes andere. Es ist doch das Spiel der Spiele in Österreich und ein gewisses Kribbeln ist auf jeden Fall vorhanden. Sie tragen heute ein sogenanntes Piepserl bei sich, wenn wir das noch mal kurz vorführen dürfen. Der Linienrichter hat den Knopf vorher draufgedrückt und ich habe hier einen Empfänger. Der piepst nicht nur, der vibriert auch. Also wenn ich das Piepsen nicht höre, merke ich das Vibrieren am Arm. Aha, und das hilft Ihnen heute mit Sicherheit. Hören Sie es auch überhaupt bei dem Lärm? Auf jeden Fall, weil ich glaube, ein ziemlicher Lärm und beim Vibrieren merke ich es auf jeden Fall. Und ich kann mich auf den Linienrichter eigentlich mehr aufs Spiel konzentrieren, als zuerst zum Linienrichter zu schauen. Gut, dann wünsche ich Ihnen ein gutes und vor allem nicht allzu hektisches, ruhiges Spiel. Danke, Herr Schiedsrichter Graper. Und wir geben wieder zurück zu Peter Elstner. Ja, wie es jetzt aussieht, werden die 15.000 Zuschauer hier ins Hanapi-Stadion kommen. Die Befürchtungen von Rapid doch nicht so arg wie ursprünglich angenommen. Das Wetter ist ja relativ gut gewesen den ganzen Tag. Ein herrlicher Sonntag. Ein bisschen frisch ist es jetzt geworden hier, aber durchaus angenehme Fußballtemperaturen, vor allem zum Spielen. Wir waren bei der Statistik. Warum ist Rapid hier Favorit? Rapid holte aus den letzten 13 Spielen 11 Siege. 10 Erfolge, ein Unentschieden, eine Niederlage und die einzige Niederlage, die hat es gegen den LASK gegeben in Linz, 0-3, wenn Sie sich erinnern. Und Rapid hat die meisten Tore der Liga geschossen, nämlich 42 und die Wiener Austria ist die zweitschwächste Auswärtsmannschaft der Liga, erst ein Sieg auswärts. Aber was sagt alle Statistik, wenn man die Geschichte des Derbys nimmt, Sie haben es ja gesehen in unserem Vorbericht, da hat meistens der schlussendlich triumphiert, von dem man es am wenigsten erwartet hat. Zumal ja bei der Wiener Austria ein Mann steht, der in seiner langen Karriere bei jedem Spiel, in dem er gegen die Rapidler angetreten ist, ein Tor erzielt hat, nämlich Andi Ogris. Und der war heute vor dem Spiel auch sehr gut gelaunt. Kabinengang mit Co-Trainer Robert Zara geflaxt.
Es hat viel Schmäh gegeben in den Reihen der Wiener Austria. Man geht doch relativ unbelastet in dieses Spiel. Hier kann man nichts verlieren, hier kann man nur gewinnen. Und Toni Pfeffer, den sehen Sie ja schon, er führt seine Mannschaft hier heraus. Kapitän ist aber Andi Ogris, Sie haben ihn kurz gesehen, mit der roten Armschleife. Die Aufstellung von Walter Skocic zeigt, dass man wieder Flögel ins Zentrum des Mittelfeldes rückt und er soll gemeinsam mit Rachimov das Spiel der Violetten lenken. Zu diesen Bildern braucht man nicht viel zu sagen. Erwartungsvolle Rapid-Fans und ebenso erwartungsvolle Austria-Fans auf der anderen Seite. Rundum auch ein großes Polizeiaufgebot, aber man nimmt an, dass die Anhänger beider Clubs doch nach dem Spiel friedlich gestimmt sind. Und dass es so bleibt, dafür muss natürlich auch der Mann sorgen, der uns hier das letzte Interview gegeben hat, nämlich Gerd Grabherr. Für die Austrianer ist er vielleicht ein bisschen eine Reizfigur, denn von insgesamt 57 gelben Karten hat er 49 auswärts der Wiener Austria gezeigt. Also er ist so etwas wie ein Schöck oder Schreck für die Wiener Austria auswärts. Das soll aber nichts sagen, denn Gerd Grabherr wird wahrscheinlich eines versuchen. Er wird versuchen, die ersten 10 Minuten hier alles zu pfeifen, konsequent zu sein, um jede Derbheit im Keim zu ersticken. Denn selbst wenn hier Freunde einander gegenüberstehen, wie Ogris und Stöger oder die beiden Torhüter, Konsel und Knaller, die sehr viel Respekt voreinander haben, es kann doch in der Hitze des Gefechtes zu übereifrigen Aktionen führen und die will Grabherr zu Beginn verhindern. Schöne Gäste der Rapidler, Kapitän Konsel am Arm, einen kleinen Rapid-Fan. Und so werden hier beide Mannschaften von den kleinen Rapidlern aufs Feld geführt. Vielleicht ein Glücksbringer für die Mannschaft in Grün-Weiß, in der ja hier mit Prosenik und Stöger sehr viele Ex-Austrianer stehen. Da haben wir René Wagner, der ja in der Torschützenliste der österreichischen Bundesligameisterschaft in der ersten Division an der Spitze liegt. Und Lesiak haben Sie auch gesehen, den Polen, der bei den Konditionstests und medizinischen Tests die besten Werte bei Rapid gehabt hat. Das ist doch beachtlich für einen 31-jährigen Spieler. Die Kapitäne, Andreas Ogris, Michael Konsel, in dieser Woche 35 Jahre jung, muss man bei ihm sagen, geworden. Sie haben es gehört, alles Gute, darf man nicht sagen. Sie nehmen den Ball, die Austrianer. Ja, und der Michi Konsel spielt zuerst einmal mit den Anhängern im Rücken. Und in der zweiten Hälfte muss dann Wolfgang Knaller offenbar vor den Rapid-Fans agieren. Auch keine leichte Aufgabe. Und hier der 44-jährige Schiedsrichter, der seit 17 Saisonen pfeift, FIFA-Schiedsrichter ist, 12 A-Länderspiele und 20 UEFA- und FIFA-Begegnungen geleitet hat. Also ein ganz, ganz erfahrener Mann. Und in wenigen Augenblicken kann es also hier losgehen. Noch einmal, wenn Sie später zugeschaltet haben, die Aufstellungen. Konsel im Tor bei Rapid, Trifon Ivanov Libero, Schöttl Lesiak die Manndecker. Dann im Mittelfeld statt des verletzten Pivanik Prosenik rechts. Dann Kübauer, Stöger, Jovanovic, Heraffen, ganz links Ratajczyk. Bei der Wiener Austria eine Sturmspitze mit Ogris, dahinter etwas hängend Milovanovic, Breu, Knaller im Tor. Der Libero ist Gaga und die Manndecker sind Pfeffer und Schießwald. Und jetzt geht's los. Ich sage Ihnen am Anfang ein bisschen öfter die Namen. Pfeffer zu Rachimov, Prosenik, Ivanov, Prosenik, der erste Austria-Angriff abgefangen. Jetzt wird man sehen, wie Rapid hier beginnt beim letzten Spiel gegen eine starke Mannschaft wie die Tiroler. Hat man sehr konsequent mit Vorchecking begonnen, hat Angriffslust und Angriffsgeist gezeigt und man wird schauen, wie sich die Rapidler hier daheim vor eigenem Publikum verhalten. Libero Gaga, Sänger, Toni Pfeffer, Flögel, aufsteigender Form. Ja, Kübauer hat attackiert und Fehlpass von Schießwald. Heraf war gegen Tirol nicht dabei, da war er gesperrt. Prosenik. Und erster Freistoß nach dieser Attacke von Schießwald an René Wagner. Proteste von Schmidt. Wolfgang Knaller richtet hier die Mauer. Schwere Aufgabe heute für ihn, sein erstes Derby. Auch wenn er so routiniert ist, ein bisschen Lampenfieber wird er doch haben. Korrekt,
Mauer muss 9 Meter weit wegstehen. Einer wird jetzt sicher rausstarten. Wer wird schießen? Das ist die große Frage. Lesjak in die Mauer. Kühlbauer, Heber. Ja, da hat Schmidt die Offside-Falle des Libero Gaga aufgehoben. Hätte eine brenzliche Situation werden können. Stöger. Foul hier von Lesjak. Da haben wir Thomas Flögel. Noch einmal die Szene. Jawohl, korrekte Entscheidung. Flögel. Guter Heber. An die Latte. Da haben wir Breu, den deutschen Legionär, der vom FC Köln gekommen ist. Und Milovanovic. Rachimov. Wieder Rachimov beim Freistoß. Checking der Rapidler. Gaga. Wieder Pfeffer. Da müsste jetzt Stöger hin. Jovanovic. Und die Austria versucht das Spiel wieder neu aufzubauen. Schmidt. Guter Pass von Flögel. Doppelpass. Ah, beide Teams versuchen recht frühzeitig zu stören. Man sieht es hier an den Szenen der ersten 5 Minuten. Der Rapid fällt hier. Etwas zu weit dieser Freistoß von Libero Ivanov auf Prosenik. Und Prosenik hat er beim letzten Spiel gegen die Wiener Austria ein Tor geschossen zum 0:2 damals, wenn Sie sich erinnern, am 23. Oktober hat Rapid in numerischer Unterlegenheit 2:0 gewonnen durch Tore von Herav in der 49. Minute und Prosenik in der 91. Damals war René Wagner ausgeschlossen worden. Ja, und in den letzten beiden Derbys hat es immer rote Karten gegeben. Also man kann gespannt sein, ob diese rote Serie in diesem Match auch weitergeht. Im August waren Rachimov und Zingler ausgeschlossen worden. Und wie gesagt, im Oktober dann René Wagner. Ja, klares Foul von Herav. Hackerl. Da müsste Eckball geben. Erster Eckball jetzt auswärts für die Wiener Austria. Da hatte Ivanov noch zu retten versucht. Man kann natürlich gespannt sein, welchen Auftakt es für die Wiener Austria gibt. Man hat eine Serie zu unterbrechen. Es hat zuletzt 5 Auswärtsniederlagen in Serie für die Wiener Austria gegeben. Gaga. Ins kurze Eck geschossen, ganz gefährlich. Und abgepfiffen von Schiedsrichter Grabwehr. Muss irgendeine Rempelerei gegeben haben hier im Strafraum von Rapid.
Lesiak. Latajczyk. Wiener Austria versucht auch schon früh zu attackieren, macht das Mittelfeld sehr dicht. Freistoß für Rapid. Beide Teams bis jetzt noch nicht mit vollem Risiko, man tastet einander noch ein bisschen ab. Pfeffer hat oft Spielraum bis jetzt. Stöger, Kontermöglichkeit, links wäre der Jovanovic frei. Röne Wagner. Rosseni, noch einmal für Wagner. Foul an Gaga. Ja, und das Protestieren, das unterbindet Schiedsrichter Graper sofort. Er versucht auch immer auf Ballhöhe zu sein. Sehr wichtig. Schießwahl. Von Wagner kommt der Möglichkeit über Andi Ogris. Flögel, guter Schuss. Ja, hat es richtig gemacht. Den Ball sofort im Herabfallen genommen. Eine gute Möglichkeit gewesen, den Ball richtigen Zug zu verleihen. Ja, der wünscht sich natürlich ein frühes Tor, ganz klar. Der ehemalige Rapidler und nunmehrige Austria-Trainer Walter Szaniskocik. Hier noch einmal, macht es richtig, Thomas Flögel. Den Ball im Fallen übernommen. Da haben wir ihn. Vater Rudi Flögel, ja, ehemaliger Rapid-Internationaler, jetzt Trainer beim Satellitenclub der Wiener Austria, beim Prater SV, wo viele Talente der Violetten heranreifen sollen. Fehler. Bis jetzt versucht die Austria wirklich gekonnt den Ball zu kontrollieren. Schöttl. Herab spielt mit einer Manschette, um den verletzten Daumen zu schützen. Hier wurde zuerst Vorteil gegeben und jetzt Foul von Jovanovic. Zuerst gab Schiedsrichter Graper Vorteil, dann Foul. Hier diese Vorteilsituation. Da versucht Ogris Herav zu attackieren. Er lässt sich fallen, er hat vorher den Ball gespielt. Korrekte Entscheidung von Graper. Ogris lässt sich immer wieder ein bisschen zurückfallen, an vorderster Front eigentlich Milovanovic und Breu. Er will sich dadurch einer engen Bewachung entziehen. Pfeffer. Sie haben vielleicht auch gesehen, dass einander Gaga und Rachimov, wenn es die Spielsituation erfordert, als Libero ablösen. Jetzt könnte wieder ein Konter kommen. Aber bis auf Wagner wieder alle Rapidler in der eigenen Hälfte. Felpas Jovanovic. Ogris. Breu. Der traut sich allein gehen, das hat er in vielen Begegnungen gezeigt. Für die Wiener Austria hat auch schon ein Meisterschaftstor erzielt. Da haben wir den Deutschen, der von FC Köln bis Sommer geholt wurde. 15 Tore hat der Andi Ogris in seiner Karriere gegen die Rapidler geschossen. Die meisten bisher.
Ja, da war Konsel heraus, hat Glück gehabt. Ein Australier liegt verletzt am Boden, kann nicht erkennen, wer es ist. Hier noch einmal, dieser Eckball von Andy Ogris. Ich glaube, dass es Toni Pfeffer ist, hier noch einmal. Ah, der Toni geht schon wieder weg. Wenn wir hier noch einmal die Zeitlupenwiederholung sehen, es müsste Eckball geben. Ist es auch. Hier haben wir den Toni, humpelt noch, aber ist schon wieder dabei. Mit Effe sofort ins Out geschossen. Missglückter Eckball von Libero Herbert Gaga, der ja früher auch bei Rapid gespielt hat. Schmidt hat hier den Mann gespielt, keine Frage. Und was macht Schiedsrichter Grabherr? Gelbe Karte für den Austrianer. Hat noch keine Folgen. Bisschen will man dann natürlich auch den Gegner die Schneid abkaufen, aber das kennt ja jeder Fußballer. Rosenig. Schön auf Stöger. Die Riesenmöglichkeit zum 1:0. Und Wolfgang Knaller pariert. Gute Aktion von Rapid. Super reagiert von Wolfgang Knaller in seinem Debüt im Derby. Hier noch einmal. Herrlich aus der Tiefe gekommen, Peter Stöger. Der Pass ist auch gut angekommen, aber da geht er zu weit zum Tormann. Der Winkel wird enger und er scheitert am Austria-Keeper. Hier noch einmal. Da steht er schon zu nahe bei Knaller. Das wäre die Riesenmöglichkeit gewesen, nach einer Viertelstunde Spiel 1:0 in Führung zu gehen. 14. Minute, hier diese Szene, wunderschön freigespielt. Und Knaller rechtzeitig heraus, richtig herausgelaufen, der routinierte Torhüter. Da haben wir ihn. Er zählt sicher mit Konsel, Wohlfahrt und Konrad zu den vier besten Torhütern in Österreich. Könnte auch im Team spielen, aber die Nummer 1 ist momentan Michael Konsel. Ogris, schnell wechselnde Szenen, sehr gut. Zu weit Rachimov. Zuletzt hat er erfolgreich für seine Mannschaft ein Tor erzielt, hätte vorher, sagen viele, ausgeschlossen gehört. Ist ein bisschen ein Hefer, liest aber doch die Drehscheibe im Spiel der Wiener Austria. Jetzt ist knapp eine Viertelstunde gespielt, 0:0. Fairer Zweikampf bei Ivanov. Keiner hat den Fuß aufgestellt, hätte man machen können. Zurückgepfiffen Milovanovic. Misel Milovanovic, 23 Jahre alt, hat bei Rad Kragujevac gespielt. Hat auch einen Vertrag einmal bis Sommer. Prosenik auf der linken Seite. Gute Flanke. Herav kommt nicht rechtzeitig ran, dafür Schmidt. Gute Szenen jetzt auf beiden Seiten. Wagner gegen seinen Schatten Schießwald. Ja, und gegen drei Mann, da muss er den Kürzern ziehen. Ja, da ist der Rachimov auch ein bisschen mit dem Kopf runtergegangen. Es wird hohes Bein von Kübauer gepfiffen. Aber ist nicht so schlimm. Schon wieder. Hier noch einmal von hinten gekommen mit etwas gesenktem Kopf Rachimov, aber es hat natürlich Foul gegen Rapid gegeben. Kübauer, man kann gespannt sein, ob er ähnlich brillieren wird wie gegen die Tiroler. Ja, da war die Verzögerung beim Doppelpass bei Stöger etwas zu lange.
Rachimov steht hier noch immer etwas gebückt. Sich offenbar doch verletzt bei dem Zusammenprall mit Kübauer. Der geht jetzt auch zu ihm. Der Herr wird es besonders genau sehen. Muss hier gelabt werden. Hoffentlich ist da nichts Ärgeres passiert. Kurt Schreitl, der Co-Trainer, der Tormann-Trainer der Austria bei ihm. Und auch Austria als Physiotherapeut aus Ägypten. Und war der Medizinmann. Da haben wir, ja, da deutet er ja noch mit Toni, schießt den Ball raus. So, Spiel geht in der Zwischenzeit schon weiter. So, Rachimov ist wieder in der Spielmitte. Also wieder auf dem Spielfeld. Bis jetzt steht die Austria-Abwehr sehr gut. Die drei offensiven Rapidler, René Wagner, dahinter Stöger und Kübauer, nur einmal durchgekommen. Fehlpass von Flögel. Prosenik, Wagner, gut attackiert von Schmidt. Und gut gespielt von Flögel. Leitner. Und abgeblockt hier Milovanovic. Er kämpft um sein Leiberl, denn hinter ihm wartet ja Robert Kocic, der Slowake, 24 Jahre alt, der früher bei Tatran Brezhov und Fortuna Düsseldorf gespielt hat. Da haben wir richtig geschätzt zu Beginn. Sie haben vielleicht den Platzsprecher gehört, den Andi Marek. 15.000 Zuschauer. Hier prominent besetzte Ehrentribüne, Präsident Streicher, der Bürgermeister Häupl, Außenminister Schüssel. Lauter Fußballfans, selbst auch noch ganz gute Fußballer. Bei Dr. Schüssel hat man das auch bemerkt, der spielt ab und zu in der Stadthalle beim Stadthallenturnier in prominenten Mannschaften mit. Und auch Bürgermeister Häupl hat schon bei vielen Platzeröffnungen bei prominenten Kicks mitgewirkt. Weiter. Ja, jetzt Foul von Rachimov an Kübauer. Die werden heute wahrscheinlich noch ein paar Mal aneinander geraten. Versöhnliche Gäste des Austrianers, ist wichtig. Ja, Kübauer ist doch ein bisschen ein Heferl. Da geht Libero Ivanov mit nach vor. Und hier wird Foul des Libros gepfiffen. Aber der Treffer geht schon wieder zurück. Ein Tor würde jetzt dem Spiel gut tun, egal von welcher Seite. Da ist niemand. Milovanovic hat gerechnet, dass da noch einer mitkommt an der rechten Flanke. Hier Ex-Rapid-Präsident, Ehrenpräsident Anton Benja. Wenn das Derby angepfiffen wird, klar, da sind alle Prominenten, alle Fußballfans aus Politik, Kultur dabei. Wieder Foul an Kübauer. Aber ein energischer Antritt des Burgenländers. Ruhig, sagt der Schiedsrichter. Ja, noch einmal. Ich habe es nicht umsonst gesagt, ich weiß, wie Rachimov spielt. Der wandelt immer so am Grat entlang. Die Goldbeine von Didi und die Mauer der Wiener Austria. Da versucht man Herav rauszuboxen, der eine Lücke aufmachen will. Von der Seite dürfte Ivanov schießen. Gefahr für Wolfgang Knaller. Auch hier in die Mauer.
ist erfolgreich. Alle Austrianer jetzt um den eigenen 16er. Wie bei einem Schülerspiel jetzt, alle auf einem Haufen. Fehler von Wagner. Da haben wir den Teamchef, Herbert Prohaska, rechts von ihm Josef Aargauer, auch eine Austria-Legende. Dahinter Heinz Palme, der ÖFB-Pressesprecher, der junge blonde Mann. Rachimov. Schmidt. Ogris. Rapid wieder alle Mann in der eigenen Hälfte. Also man hat Respekt voreinander, das sieht man in jeder Szene. Schmidt, jetzt ein bisschen freie Bahn. Leitner. Schöner Doppelpassversuch von Ogris, aber da ist niemand hineingelaufen. Wieder Foul von Rachimov. Ja, da braucht man nichts dazu zu sagen, klare Sache. Dem Andi Herauf hat es etwas wehgetan. Lesia. Da hat Kübauer auf den weiten Pass gewartet. Jetzt kommt er erst von Jovanovic. Herrlicher Pass. Kübauer gegen Flögel und Eckball. Jetzt der erste Eckball für Rapid nach etwas mehr als 20 Minuten. 23. Minute. Wieder der scharfe Blick zum Eck. Da kommen die Langen wieder mit nach vor. Lesiak, Ivanov. Nur Schöttl bleibt hinten. Stöger. Abgefälscht. René Wagner war im Offside. Es geht weiter. Breu setzt sich hier durch. Und man versucht in diesen Situationen immer wieder taktische Fouls zu machen. Man hat das gestern auch im Spiel Sturm gegen Tirol gesehen. Gelbe Karte jetzt für Lesia. Hier noch einmal. Breu am Ball. Mit den Armen wird hier gerangelt. Die halten sich da an der Hand. Einträchtig. Schöne Bilder. Breu versucht sich zu befreien und Lesiak reißt ihn mit zu Boden. Da zeigt Rachimov, dass er auch ein guter Techniker ist. Ogris, jetzt kann es gefährlich werden. Genau, ob er in diesem Spiel auch ein Tor erzielt. Sein einsamer Rekord. Stöger für Jovanovic. Ja, war sehr schnell jetzt. Radajczyk. Abgeblockt. Prosenik hat sich den Ball geangelt, wieder mal auf der linken Seite. Und da ist niemand. Vielleicht noch Kübauer, jawohl. Ivanov. Ja, der hat einen Riesenschuss. Und Foul. Jetzt wird Ivanov böse. Wieder ein taktisches Foul. Wieder war, glaube ich, Rachimov dabei. Der geht jetzt auch intervenieren. Jetzt kommt der Austria-Kapitän. Aber die Mätzchen, die kennt Ivanov auf. Wenn man es von der anderen Seite sieht, natürlich genauso. Aber vielleicht weiß auch jetzt Ernst Dokopil, dass da jetzt was passieren muss, will man nicht einmal in einen Konter laufen. Vielleicht Chance für Rapid jetzt aus diesem Freistoß. In der Mauer Gager, der die Mauer richtet, Toni Pfeffer an der Ecke, also beim rechten Stangl. Man sieht hier, wie er mit Torhüter Knaller die Mauer einrichtet. Und einer mit dem guten linken Schuss wird wieder schießen, wahrscheinlich Lesiak. Kübauer am Ball. Herauf von Prosenik in der Austria-Mauer. Wieder abgeblockt. Das hat man natürlich im Austria-Training geübt. Wir haben am Samstagvormittag zugeschaut, wie Abschlusstraining war, wurden einige Standardsituationen geübt. Ui, Patzer von Schießwald. René Wagner! Mein Gott,
wird er sie jetzt denken. Fehler von Schießwald und eine Kerze. Der Ball genau zu René Wagner gekommen. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Ivanov war wieder mit vorne. Direktabnahme von René Wagner. Der Ball geht am langen Eck vorbei. Aus der Perspektive wird man es noch genauer sehen, wie knapp der Ball vorbeigegangen ist. Macht er richtig, aber vorbei. Noch immer 0:0. Er führt mit 10 Toren, Sie haben schön eingeblendet, die Torschützenliste der Bundesliga an. Schon wieder Rachimov und die Austria. Jetzt Foul von Radajcic. Irgendwie spürt man jetzt so die Hektik auch da und den Kampfesgeist beider Teams. Stabi ist doch immer mehr als ein gewöhnliches Fußballspiel. Und Rachimov mit einem Weitschussversuch. Da die Ersatzbank mit Mandreko, Stumpf und Peter Kucki. Konter der Austria. Gut gemacht von Leitner. Freie Bahn auf der rechten Seite. Und Schöttl war dazwischen. Noch, ja, der geht jetzt auf Nummer sicher. Out. Da haben wir Leitner, der diesen Vorstoß auf der rechten Seite gemacht hat. Weg mit der Kugel, scheint sich Ivanov zu denken. Wieder vorsichtiger Spielaufbau. Rachimov. Er faktisch Libero vor Gaga, versucht das Spiel zu lenken. Pfeffer. Er auf da hinten. Fehler von Rachimov. Wagner. In der Mitte Kübauer. Gut gespielt. Noch immer Kübauer. Und der Ball war, glaube ich, schon draußen. Oder? Naja, da ärgert sich der Didi. War eine gute Möglichkeit vorbereitet von René Wagner. Es gibt Eckball. Der zweite. Ja, jetzt ist ein bisschen Aufregung auch in den Minen von Ernst Dokubil, der meistens da stoisch, zigarettenrauchend und Kaugummi kauend an der Outline steht, zu bemerken. Eckball durch Kübauer. Da liegt die Austria in Front mit 3 gegen 2. Breu weit für Ogris, schön runtergenommen. Gegen Jovanovic. Gute Flanke. Prosenik rettet vor Brei und vor Flügel. Ein schnelles, gutes Spiel bis jetzt. Mit guten Möglichkeiten auf zwei Seiten oder auf beiden Seiten. Die größte hatte Rapid durch Stöger und jetzt vielleicht durch Kübauer. Die effizienteren Möglichkeiten. Da ist auch Schießwald mit nach vorgegangen, der kopfballstarke Manndecker der Austria, wie der Gager, der alle Eckbälle trifft. Konzel. Sehr viel Druck kommt von Leitner, aber jetzt Fehlpass. Immer wenn man einen Lob macht, einen Touch. So geht es einem als Kommentator. Jovanovic. Der Ball war ein bisschen abgefälscht, glaube ich.
Man sieht hier Netto-Spielzeit, normale Spielzeit, also 17, 18 Minuten reine Spielzeit hier, 31, 47, aber auf der Uhr. Jetzt hat die Rapid-Abwehr einiges zu tun. Fehler, Radajczyk kommt hier nicht aus dem Eck raus. Da hat er Schimpfer gekriegt wahrscheinlich von seinen Kollegen. Was soll ich tun, schien diese Geste zu bedeuten. Und man sieht, wie auch Janis Kocsik versucht, aus seinen Willen seiner Mannschaft irgendwie aufzuprägen. Das schaut man nicht gut aus, aber der Ball ist aufgesprungen. Kann dem besten Kicker passieren. Stöger. Schön gemacht. Wieder Jovanovic. Die Mittelfeldspieler kommen jetzt immer wieder schnell aus der Tiefe bei Rapid. Gerettet hier wieder von Rachimov, der trotz seiner 32 Jahre ein ungeheures Laufpensum bis jetzt bewältigt, vorne und hinten gleichermaßen wirkungsvoll spielt. Und auf der Linie gerettet hier Wolfgang Knaller. Und Radajczyk war das, der hier den Fuß im Spiel gehabt hat. Schauen wir noch einmal. Abgefälschter Ball, Radajczyk, aber zu schwach und Wolfgang Knaller kann retten. Drei gute Möglichkeiten jetzt schon für Rapid und es steht noch immer 0:0. Gefährliche Standardsituation hier aus der Sicht der Wiener Austria. Aber ganz ruhig der Wolferl im Tor. Spuckt sich da in die Hände, obwohl er Handschuhe anhat. Freistoß, wer könnte am Ball sein? Natürlich nur Herbert Gabel. Ball wird sicher mit viel Effekt kommen, dass er sich weg vom Torhüter Konsel dreht. Jawohl. Ogres, sofort geschossen. Jetzt kommt der Möglichkeit auf der rechten Seite. Kübauer, noch einmal für... Da war das Leschak, aber mit dem rechten Fuß tut er sich schwer. Aber jetzt geht es hin und her. Spiel steht irgendwo auf des Messers Schneide. Wer schießt das erste Tor? Gut geschossen, ebenso gut gehalten. René Wagner, der Führende in der Torschützenliste, der für Bobby Brünn gespielt hat. Hier noch einmal, am Pfeffer vorbei, ins kurze Eck. Wieder Wolfgang Knaller, also eher Meidas mehr beschäftigt als auf der gegenüberliegenden Seite Michael Konsel. Jetzt hat Rapid schon vier gute Möglichkeiten, nicht genützt. Ja, der Druck wird größer. Ivanov wieder mit vorne. Radajczyk. Rachimov hat hier geklärt. Querpass auf Prosenik. Ball bleibt bei Rapid und ganz unruhig schon Walter Skocic jetzt an der Outlinie. Ivanov. Herav, links wäre Lesiak. Über Schöttl kommt der Ball zum Polen. Radajczyk. Prosenik immer wieder links, um die Austrianer wahrscheinlich ein bisschen zu verwirren. Na, das war gut von Schießwald. Im Zurückfallen noch geklärt vor Wagner. Da haben wir den jungen Manndecker der Wiener Austria, ein Riesentalent.
Und in letzter Sekunde rettet hier Herbert Gager, regt sich auf, dass er gefoult wurde. Seine Mutter wird jetzt sicher zuschauen, sie ist ja Rapid-Anhängerin, ich weiß jetzt nicht, wie sie da gehen wird auf den Rängen, für wen sie drücken wird, wahrscheinlich für den Sohn. Noch einmal Eckball. Sechster Eckball jetzt für Rapid. Wir stehen in der 38. Minute. Zu kurz, noch einmal Stöger. Ein Foul jetzt an Schießwald, glaube ich, von Ivanov. Der kann es nicht glauben, aber so ist es. Angetaucht, sagt Schiedsrichter Grape aus Vorarlberg. Korrekte Entscheidung. Wenn auf irgendeiner Seite ein Tor fallen würde, dann würde sich das Spiel etwas öffnen. So vermögen beide Mannschaften doch immer wieder auf Sicherheit zu gehen bei Angriffen des anderen, sich in die eigene Hälfte zurückzuziehen. Foul von Jovanovic. Jovanovic, wieder Kontermöglichkeit für Rapid. Schmidt. Hettner. Milovanovic. Rachimov, der kann auch gut von der Weite schießen. Ogris gegen Schöttl, das alte Duell. Guter Schuss. 15 Tore hat Andi Ogris gegen Rapid erzielt. In jedem Spiel ein Tor, ein unglaublicher Rekord. Zuletzt 95, 4:1, zwei Tore. Ansonsten regelmäßig ein Tor gegen die Grünen. 88 beim 2:4, auch zwei Tore. Schön gespielt auf Stöger und Offside. Eine Fließaktion, ein blitzartiger Konter von Rapid, aber der Linienrichter hatte sofort die Fahne oben. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Naja, kann man geben, aber es ist irrsinnig schnell gegangen. Also für die Schiedsrichter keine leichte Aufgabe, auch für den Schiedsrichterassistenten an der Outlinie. 5 Minuten noch zu spielen und noch immer 0:0. Die besseren Chancen durch Stöger, Kübauer und Wagner hatte Rapid. Auch eine Möglichkeit durch Ratajczyk bei einem Abpraller. Aber die Austria stemmt sich wirklich gut dagegen. Spielt auch kontrolliert, hält mit und hält das Spiel auch offen. Flögel. Milovanovic. Kübauer, der ist immer da, wo es was zu erben gibt. Und im letzten Moment von Schießwald abgeblockt. Jetzt geht es hin und her. Beide Mannschaften versuchen offenbar vor Seitenwechsel doch noch ein Tor zu schießen, um ein bisschen eine Vorentscheidung herbeizuführen. Ogris, nicht attackiert. Erst jetzt und Abstoß. Man sieht, dass Andi Ogris sich immer wieder etwas zurückfallen lässt, um freien Raum zu haben. Den hat er hier einigermaßen und die Attacke von Schöttl bewirkt aber doch noch, dass der Ball am Tor weit vorbeigeht.
Aber der Einsatzwille und die Kampfkraft von Andi Ogris, die ist schon was für die Wiener Austria. Er ist wirklich eine Galionsfigur seines Clubs. Ein würdiger Kapitän auch seiner Mannschaft. Schön gespielt von Kübauer auf Herauf mit einem Fersal. Wer wird in diesem Spiel das erste Tor schießen, wenn überhaupt eines fällt? Ich hoffe doch, dass wir da einige Tore sehen. Denn wenn eines fällt, dann muss die andere Mannschaft aufmachen. Dann wird es an. Dann wird es spannend. Rosseni, am Frei vorbei, abgeblockt von Gaga, gut gestanden. Kübauer, alle jetzt im Strafraum. Genau auf Flügel, Ratajczyk. Wieder gegen Flügel, der läuft sehr viel. Ball gespielt und kommt da über die Austria, über Leitner. Milovanovic, hängen geblieben hier. An Jovanovic. Es geht jetzt wirklich blitzartig hin und her. Gutes Spiel von beiden Teams. Schnell, technisch gut, mit vielen guten Szenen. Ratajczyk. Ja, jetzt hat er ein bisschen freie Bahn, könnte flanken, aus dem vollen Lauf. Abgeblockt. Siebter Eckball. Na klar, da wird der Trainer unruhig. Es geht nur noch wenige Augenblicke bis zum Pausenpfiff. Da darf aus seiner Sicht nichts mehr passieren. Schießwald geht wieder zu Ivanov, dem aufgerückten Libero. Und Peter Stöger. Rapidler, und wenn Sie bemerkt haben, alle Eckbälle ins kurze Eck geschossen, um vielleicht den Ball abzuscherzeln. Dann hinten einer frei steht, aber es ist bis jetzt nicht gelungen, diese Eckball-Variante. Jovanovic. Prosenik. Ivanov geht wieder mit nach vor. Herav. Vorbei an Rachimov. Ivanov. Aber niemand ist in der Mitte. Lesiak. Ratajczyk. Da ist niemand. Wolfgang Knaller ist da. Noch einmal Rapid. Stöger. Noch immer Stöger. Geht in den Strafraum. Und gerettet im letzten Moment von Herbert Gaga. Also bis zum letzten Augenblick bleibt diese erste Spielhälfte wirklich spannend. Obwohl noch kein Tor gefallen ist, das Derby, das 208. hält, was es versprochen hat. Einsatzklasse, gute Torszenen. Taktik der Trainer bis jetzt aufgegangen. Noch einmal Stöger. Und Toni Pfeffer rettet hier wieder Eckball. Eine Cornerserie jetzt für die Grünen. Was mag sich da der Ernst Dokopil denken? Alle schauen natürlich auf den Schiedsrichter, wann wir da abpfeifen. Noch einmal Kübauer und da ist der Pausenpfiff von Schiert Graber. Ein gutes Spiel, endet nach 45 Minuten hier vorläufig einmal 0:0. Aber wenn man die vielen Torszenen nimmt, dann kann man rechnen, dass irgendwann ein Tor fallen müsste. Für die Fußballfans wäre es zu hoffen, man würde dann ein offenes Spiel sehen. So, schauen wir mal runter. Vielleicht gelingt es meinem Kollegen Andreas Felber, gleich einen kurzen Interviewpart zu stellen. Andi Ogris, ihr habt irrsinnig stark angefangen, jetzt hat Rapid ein bisschen Übergewicht bekommen. Warum? Ja, weil wir sie jetzt ein bisschen zu weit hinten reindrucken lassen, immer Foodchecking spielen. Ganz einfach, weil wir zu viele Räume los und deswegen kriegen sie Übergewicht. Was bedeutet das für die zweite Halbzeit? Wie müsst ihr da spielen? Die zweite Halbzeit müssen wir wieder so beginnen wie die erste Halbzeit und nur ein bisschen eher auf den Endzweck spielen, das heißt Torschüsse. Okay, toll, 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 danke. Ja.
Andreas Ogris hat es ja in kurzen Worten gesagt, was die Wiener Austria machen muss, so zu beginnen wie in den ersten Minuten dieses Spieles. Da hat die Wiener Austria Vorchecking betrieben. Aber man muss eines sagen, Rapid hat versucht, durch sehr viel Laufarbeit dieses Vorchecking aufzuheben. Und das ist gegen Ende der ersten Spielhälfte auch gelungen. Wie gesagt, die größeren Chancen bei Rapid, aber noch kein Tor gefallen. Wir können gespannt sein, was also da in der zweiten Hälfte passiert. Die Rapid-Fans sind auch erwartungsfroh. Das Spiel hat, wie gesagt, bis jetzt gehalten, was es auch in den Ankündigungen bei den Printmedien versprochen hat. Ja, Herbert Praska, die erste Halbzeit so, wie Sie sich es ungefähr vorgestellt haben vom taktischen Konzept der beiden Mannschaften? Ja, ich meine einmal so, es ist ein gutes Derby. Und ja, von der Taktik, es war klar, dass die Austria sich eher aufs Kontern verlegen wird und Rapid das Spiel machen wird. Ich würde sagen, Rapid hat auch die klareren Vorteile, vor allem was die Chancen betrifft. Sie haben meiner Meinung nach 3 hundertprozentige Torchancen gehabt, die nicht verwertet, und deswegen steht es noch 0:0. Aber wie es so oft im Spiel ist, das kann sich eventuell rächen, denn an und für sich in einem Derby sollte man zumindest eine dieser 3 Möglichkeiten verwerten. Wir schauen uns einmal ein paar Szenen aus dieser ersten Spielhälfte an. Beginnen schon in der zweiten Minute mit einer Chance der Wiener Austria. Der einzig echten Chance. Wunderschöner Lattenschuss. Aber ich glaube, der Michi Konsul wäre dort gewesen. Ja, es war trotzdem ein Ball, der an und für sich zuerst sehr hoch ausgeschaut hat und dann eigentlich abgestürzt ist, aber ich glaube, dass er schon dort gewesen ist. Milovanovic war es, der neue Legionär bei der Austria, dann zu 2 Rapid-Chancen, zunächst zur 33. Minute. Eckball und Wagner aus kurzer Distanz. Aber ich glaube, die Austria sehr diszipliniert in der Abwehr. Ja, sie spielen diszipliniert, aber sie haben trotzdem die größten Probleme in der Abwehr, weil ganz einfach, sie rücken oft zu weit auf und Rapid kommt eigentlich immer in der Überzahl durch die Mitte durch, noch dazu. Und das ist eigentlich, dürfte nicht passieren, gerade in so einem Derby muss man eigentlich, glaube ich, in der Mitte kompakter stehen. Die Austria ist diszipliniert, was die Laufarbeit und das Kämpferische betrifft. Aber sie haben auf alle Fälle große Probleme, denn die Chancen von Rapid, außer dieser nach einem Eckball, aber kamen alle durch die Mitte. Sie haben gesagt, sie rückt zu weit auf, aber andererseits in der Offensive, da geht ein bisschen wenig bei der Austria. Ja, sie rücken auf, aber sie rücken nicht ganz nach vorne. Das heißt, sie kommen zwar bis zur Mittellinie heraus und dann bleibt meistens der eine oder andere hinten drinnen hängen. Aber ganz nach vorne kommen sie zu wenig, da fehlt es ein bisschen. Und da muss man mitspringen. Eine Chance haben wir noch vorbereitet, und zwar aus der 35. Minute. Ja, René Wagner, ein guter Schuss, aber tolle Partie von Wolfgang Knaller bisher. Ja, hält hervorragend, obwohl er bei dieser Aktion hätte er vorher den Ball müssen in die Hände nehmen und ausschießen. Aber da hat er sich nicht getraut, weil er geglaubt hat, vielleicht auch, dass er vorher ein Rückpass war. Trotzdem, Kübauer und Stöger haben, glaube ich, nicht so viel Platz wie vor einer Woche noch in Innsbruck. Das ist ausschlaggebend, dass bisher die Rapid-Tore fehlen. Gut, okay, das war klar, dass man sich gerade auf diese 2 konzentriert. Aber trotzdem hat jeder von den beiden schon eine große Torchance gehabt. Und das spricht für Sie. Herbert Praska, danke schön fürs Kommen. Sie schauen sich jetzt sicherlich auch in Ruhe die zweite Spielhälfte an. In Kürze meldet sich wieder Peter Elsner. Ja, jetzt wird man also gespannt sein, was sich tut, was die beiden Teams betrifft. Hier haben wir schon Ernst Dokopil, der mit Marek Penksa, seinem kleinen, quirligen Legionär, spricht. Wer ist hier hinausgegangen bei Rapid? Kübauer ist da, Stöger ist da, Bosenik ist auch da, Ratajczyk, auch Herav sehe ich hier. Wir werden dann schauen, also wer hier bei Rapid hinausgegangen ist. Auf alle Fälle Marek Penksa hier im Spiel. Bei der Wiener Austria sehe ich vorläufig einmal keine Veränderung. Es dürfte Jovanovic aus dem Spiel genommen worden sein. Der hat zwar gekämpft, aber doch dann auch einige Abspielfehler gemacht. Also ein doch offensiverer Spieler nun
in der Mannschaft von Rapid. Da haben wir schon Marek Benkser. Erste Attacke an ihm. Könnte sein, der ja um ein Leiberl kämpft, wie es in der Fußballersprache heißt, dass er hier für einige Verwirrung sorgen könnte. Foul hier von Schießwald. Wieder Freistoß, Peter Stöger. Prosenik geht auf Nummer sicher. Und Konsel genau zu Rachimov. Rapidler kommen nicht zurück. Ivanov ist stehen geblieben. Ja, und Herav hätte hier eine Offside-Falle aufgehoben. Da mixt sich jetzt Ivanov hinein. Und Foul an Thomas Flögel. Aber ich doch nicht. Ich bin neugierig, wie der Trifon das aushalten wird. Die ist bei vielen Angriffen mit vorne dabei. Jetzt gleich nach Seitenwechsel ist aber stehen geblieben, als die Austria konterte. Na, ist sich gerade noch ausgegangen, diesen Ball zu fangen für Wolfgang Knaller. Für Rapid wäre es wichtig, dass die Mannschaft hier gewinnt. Aus der Sicht der Grün-Weißen hat doch Salzburg unentschieden gespielt. Man könnte sich also jetzt vom ärgsten und schärfsten Verfolger absetzen, wenn man die Wiener Austria hier schlägt. Aber bis jetzt war das nicht ganz einfach, zu einem Tor zu kommen. Herbert Prohaska hat es richtig gesagt. Aus drei Chancen oder vier sogar hätte man ein Tor schießen müssen. Könnte sich rächen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch wichtig, dass Austria punktet, denn man liegt im Mittelfeld, die ist momentan durch den letzten Erfolg, in letzter Minute sozusagen, gegen Ried, doch auf einem Weg zu einem UEFA-Cup-Platz. Es wäre ein Riesenerfolg für die junge Mannschaft. Pfeffer! Mein Gott, war das eine Möglichkeit für den Routinier, den 32-jährigen Manndecker der Wiener Austria. Noch einmal. Freistoß Gager. Radajczyk hier beim Kopfball. Der Ball fällt Pfeffer vor die Beine. Der nimmt ihn zu früh. Den Ball viel zu hoch genommen. Wenn er ein bisschen runterfallen lässt, dreht sie natürlich leicht, vier von heraußen, ein bisschen runterfallen lassen, der Ball wäre tiefer gegangen. Hätte Konzel keine Chance gehabt. Und schon wieder Rapid, Benkser. Wagner, an die Stange, aber vorher abgepfiffen. Ah, der krempelt ein bisschen. Hier noch einmal, der Stangenschuss, aber in diesem Moment hat der Schiedsrichter Grabher schon abgepfiffen. Grabher übrigens Rekordhalter, was Einsätze im Hanapi-Stadion betrifft. Er hat 15 Spiele hier geleitet. 14 der verstorbene Schiedsrichter Kohl und 13 Schiedsrichter Möhrer, der jetzt auch eine wichtige Funktion in der Schiedsrichterkommission hat. Austria erwartet, dass Rapid jetzt ein bisschen herauskommt, attackiert, was Stöger jetzt macht. Viere, Sie, vielleicht haben Sie hier Walter Skocic gehört, haut den Wurf prinzipiell nach Vorwerfen. Und da hinten kann man Abspielfehler machen oder auch den Outeinwurf abfangen. Leitner, gefault von Radajczyk, der junge Austrianer mit einer recht guten Leistung bisher. Früher spielen muss er, sagt Walter Skocic. Hat er recht. Hier noch einmal. Na, hat Radajczyk den Fuß dazwischen gestellt. Schmidt!
Guter Schuss wieder an die Latte. Nach dem Heber von Milovanovic jetzt Schmidt. Manfred Schmidt hier mit einer guten Aktion, wird nicht attackiert. Herav läuft weg, Ivanov wartet. Konzel steht ein bisschen zu weit heraus. Glück jetzt in der 51. Minute für die Rapidler, muss man sagen. Schöttl. Milovanovic. Allein gegen vier Rapidler. Und jetzt Stöger gegen Ogris. Da haben wir das Duell der Freunde. Foul von Schießwald. Hat Benxer schon bei der Ballannahme gestört. Und zwar nicht fair. Ja, der Mann hat internationale Erfahrung und er hat das Derby wirklich im Griff. Gerd Graf, ja, 44 Jahre alt. Was wird der Ernst Okopil hier schnaubend wohl seiner Mannschaft in der Pause gesagt haben? Er hat auf Offensive und auf Marek Benxer gesetzt, der das Spiel vielleicht drehen könnte, wenn er einmal seine Vorzüge zur Geltung bringt. Weiter, kein Foul von Leitner. Herav hätte fast für Schmidt aufgelegt. Rachimov. Wenn Gaga am Ball vorgeht, nimmt Rachimov seine Libero-Position ein, auch jetzt. Da haben wir Rachimov. Er hat bei Spartak Moskau sich seine Routine und sein Können geholt. Jürgen Leitner mit einer sehr guten Partie in diesem Spiel, sehr offensiv, sehr kampfstark, hat auch schon internationale Erfahrung, hat ja im UEFA-Pokal auch mit der Wiener Austria unter anderem gegen Minsk gespielt, wo die Mannschaft ausgeschieden ist. Brei, Handspiel von Brei und gestoßen. Ein sehr ballsicherer Spieler auf der linken Seite, der Kölner Legionär. Ja, und der Backerl wird es heute wohl werden, Herr Tocopel. Hm? Schöttl für Prosenik. Jetzt gibt es wieder Gelb. Für Breu. Das Psst galt Andi Ogris. Aber der ist natürlich als Kapitän reklamieren gegangen. Sein gutes Recht. Ivanov. Immer wieder bei Freistößen und Eckbällen ist der Rapid Libero mit vorne dabei. Noch einmal, Freistoß Prosenik. Bisschen zu früh gesprungen, da im Fallen den Ball am Kopf. Noch einmal, dadurch ist der Ball dann auch gestiegen, man sieht es hier schön. Super Einstellung. Konnte den Ball nicht drücken, also drum drüber. Stöger. Die Attacke von Schmidt nützt Rachimov aus. Pfeffer. Drei. Gegen Prosenik, kommt vorbei. Gute Möglichkeit. Und hier Schöttl Konzel gegen Milovanovic, der hier aufsteht. Eckball jetzt wieder für die Wiener Austria. Naja, die Spannung bleibt erhalten, aber noch immer kein Tor. Wird so sein, wer das Tor schießt, das erste gewinnt. Hier die Austria-Fans hinter dem Tor jetzt von Michael Konzel.
abgepfiffen vom Schiedsrichter. Schiedsrichter Grape erklärt auch offenbar immer wieder, auch mit Handzeichen, warum er was gepfiffen hat. Rosenik, umringt von vier Austrianern. Aber wenn man da mal durchkommt, dann öffnen sich die Wege, dann wird der Raum groß. Ja, ja, was ist da, scheint der Janiszkocik zu sagen. Herav. Flögel hier gegen Kübauer gerettet. Out für Rapid. Das Fieber wird natürlich jetzt ein bisschen gestiegen sein beim Walter Skocic. Mit 38,7 ist er in dieses Spiel gegangen. Und Eckball. Der Zehnte. Eine schöne runde Summe. So, jetzt werden die Rapidler wieder voll Hoffnungen sein. Ja, da hat sich Herav schnell dazwischen gemixt. Kühlbauer. Vorbei an zwei Mann. Herav! Und genau auf Knaller. Wieder eine Riesenmöglichkeit. Die erste große in der zweiten Hälfte. Super Aktion von Kühlbauer. Kopfball von Herav. Hier noch einmal. Stöger. Und das ist das Tor, das 1:0, das sich schon lange angedeutet hat. 4-5 Chancen hat Rapid vergeben und ein Ex-Austrianer schießt das 1:0. Peter Stöger. Neue Siegespose. Müsste das Spiel noch mehr Farbe bekommen. Bissl Zufriedenheit liegt schon in der Miene, auch wenn er äußerlich ganz unbeteiligt scheint. Ein Stokopil. Ja, jetzt muss die Austria kontern. Jetzt muss die Austria auch etwas aufmachen, wenn sie hier ungeschlagen vom Platz gehen will. Und sie wird es versuchen. Walter Skocic hat seiner Mannschaft wirklich Kampfgeist eingeimpft. Ogris schießt auch jetzt ein Tor. Ha? Und jeden Dabe hat er noch ein Tor erzielt. Und auch er war jetzt drauf und dran, diesen Rekord einzuhalten. Bissl überhastet war die Situation. Schauen wir noch einmal. Ja, der Ball war auch schon zu weit rechts. Hat beim Aufspringen einen Trall nach rechts bekommen. Hier noch einmal der schöne weite Pass. Jetzt springt der Ball etwas weg. Die Parade von Konsel hier. Umsonst, der Ball war nicht Richtung Tor. Stöger. Also Austrianer war, hat er 10 Tore gegen Rapid geschossen. Und jetzt ein ganz, ganz wichtiges Tor gegen seinen Ex-Club. Denkser, ein bisschen Verwirrung hat er gebracht. Der bewegliche Spieler. Jetzt Wagner. Herav. Kühlbauer.
Jeder Pass von Rachimov sitzt. Foul hier von Schütte. Hier noch einmal. Ja, wird mit Armen, Beinen, mit Haken und Ösen wirklich gearbeitet. Der Zweck heiligt die Mittel. Alle Spieler jetzt in der Hälfte von Rapid. Rachimov. Flögel. Wieder Rachimov. Frei. Freiband zum Flanken. Guter Haken. Ogris und Stöger, sein bester Freund dazwischen. Prosenik. An Stöger vorbei, wollte Stöger anspielen, der hier sein erstes Tor gegen die Wiener Austria erzielt hat. Da haben wir den René Wagner, der kurz zu Boden gegangen ist. Gutes Spiel, wie es Herbert Prohaska, der Teamchef, gesagt hat. Zwischen Rapid und Austria im 208. Derby. 1:0 durch das Tor von Peter Stöger in der 58. Minute. Ogris. Guter Pass auf Leitner. Schießwald. Oh, hässliches Foul von Ratajczy. Dann haben wir es noch einmal. Und jetzt wird der Pole nachhaken. Möglichkeit zum Ausgleich. Am Freistoß wieder Herbert Gager. Breu, abgeblockt, Benxaret. Ah, jetzt ist alles drinnen in dem Spiel. Und Kübauer im Konter. Weiter, oh, er hat es richtig gesehen. Auf der rechten Seite wären Lesjak und Benxer noch vorgegangen. Er applaudiert seinem Clubkameraden. Kübauer hat es richtig gesehen, aber den Ball nicht hingekriegt. Chris. Schöner Pass auf Schmidt. Das macht die Austria sehr gut. Man überhebt die gestaffelte Rapid-Abwehr, die oft auf einer Linie steht, indem ein Mittelfeldspieler in den freien Raum sprintet, also aus der Tiefe kommt. So hat sich auch Ogris eine große Chance erlaufen. Jetzt Schmidt. Man kann gespannt sein, wie sich Rapid verhalten wird. Nach dem Führungstreffer Rapids gegen die Tiroler im letzten Meisterschaftsspiel hat man eiskalt auf die Konter gewartet, sich hinten hineingestellt. Rachimov. Die zwei geraten immer aneinander, Kübauer und der andere Spielmacher. Lesjak meint, es wäre der Ball gespielt gewesen, lässt ihn auch jetzt sperren. Und Gager legt sich den Ball an. Jetzt die Bitte um 9 Meter von Herbert Gager. Abstand muss stimmen. Und die Mauer wird auch eingerichtet. Guter Freistoß. Ah, hat eine gute Richtung gehabt, aber in die Mauer. Noch einmal Gager. Jetzt wird die Rapid-Abwehr aufrücken in dieser Situation. Da hinten steht nur Schmidt. Und weg mit dem Ball Peter Stöger, der Torschütze. Leitner. Schmidt.
Sehr viel Tempo jetzt in allen Austria-Aktionen. Foul von Schöttl an Ogris. Jetzt Rachimov einmal beim Freistoß. Er hat einen guten linken Fuß, kann den Ball sicher genau hineinzirkeln. Ah, es kommt doch Herbert Gaga. Da der aus der Mittelfeldspieler Kopfball stark ist, geht er selbst zur Mitte. Da geht gleich Röne Wagner auch mit. Und aufgestützt hier Entscheidung von Schiedsrichter Grape. Und hier noch einmal das Tor. Fehler von Wolfgang Knaller beim Abschlag. Peter Stöger nützt sofort diese Situation in der 58. Minute. Noch ein Schritt vorbei an dem sich werfenden Knaller. Und der muss seinen Fehlausschuss in diesem Fall bitter bezahlen mit dem 0:1 aus seiner Sicht, aus der Sicht des Austria-Torhüters. Herauf. Denks und Herauf mit den langen Haaren jetzt doch leicht zu verwechseln da, wenn sie nach vor stürmen mit flatternder Mähne. Haben aber den Andi Herauf. Wieder Eckball, diesmal Prosenik für Rapid. Aufgestützt diesmal von Lessig. Ja, der Schiedsrichter steht immer dabei, braucht man sich gar nicht aufzuregen. Toni Pfeffer braucht keine Angst zu haben. Und da haben wir den Mann, der mit seinem Ausschuss dieses 0:1 aus Sicht der Austria eingeleitet hat. Schade für ihn, er hat vorher glänzend gehalten. Zeit läuft jetzt schon langsam der Wiener Austria davon, die muss jetzt Tempo machen, zusetzen. Kübauer. Prosenik. Gaga, steht sehr gut. Die Rapidler haben es natürlich jetzt nicht eilig mit dem Auto einwerfen. Da ist man routiniert genug. Stöger wieder auf Prosenik. Herauf. Alles noch bei hohem Tempo. Wirklich gutes Spiel. Da hat sich Milo Vanovic zurückfallen lassen, hat ausgeholfen. Und ich nehme an, dass es dann irgendwo einen Wechsel geben wird. Walter Skocic, der Austria-Trainer, wird reagieren, nehme ich an, genauso wie Ernst Dokobil schon zur Pause reagiert hat. Da macht sich schon der Mann bereit, der zuletzt auch die Austria rausgerissen hat gegen Ried. Nämlich Robert Kocic, 24 Jahre alt, früher Tatran Preschow und in Deutschland Fortuna Düsseldorf. Großgewachsener, durchschlagskräftiger Stürmer. Dürfte wahrscheinlich Milovanovic ablösen. Der Wolf verdummelt sich jetzt. Ist ganz klar, jede Sekunde zählt hier, die man angreifen kann. Gut aufgepasst, Kübauer. Noch immer Kübauer, wird nicht attackiert. Noch immer Kübauer, guter Heber. Oh, muss unglaubliche Kondition haben die Kübauer. Ist sehr viel gelaufen, erste Hälfte, hat eine Riesenmöglichkeit gehabt. Und er hat mit seinen Passes und seiner Flanke auch und seinen energischen Antritten viel dazu beigetragen, dass die Austria tatsächlich ins Wanken gekommen ist. Haben wir schon wieder gehabt. Bis jetzt Rapid etwas abgeklärter als die doch relativ junge Austria-Mannschaft.
Und da gibt es keinen Foul, wie es hier Radajczyk gefordert hat. Und jetzt deutet sich schon der Wechsel an. Hier noch einmal. Ein bisschen reingestellt hat er den Fuß da an, die Ogris. Aber kein Foul wird hier gegeben. Und da haben wir schon den Wechsel. Milovanovic verlässt das Spiel. Er hat Pech gehabt zu Beginn mit seinem Heber an die Latte in der zweiten Minute. Wäre der drinnen gewesen, wäre er jetzt ein Held. So wird er ausgewechselt. Und der ebenso groß gewachsene Robert Kocic kommt nun ins Spiel. Ist er der erfolgreiche Cholicoca jetzt für Walter Skocic und aus der Memphis? Das ist jetzt die Frage. Leitner leitet viele Aktionen ein. Der junge Mann hat sehr viel gelernt in den letzten zwei Jahren. Flögel. Rachimov. Wird nicht attackiert. Jetzt erst. Noch einmal Rachimov. Reu. Oh, da stehen einander Ivanov und Konsel im Weg. Eckball. Was ist da? Scheint Peter Schöttl zu sagen. Kleines Missverständnis in der Rapid-Abwehr. Jetzt alle Austrianer vorne. Beim Eckball an die Ogris. Herbert Gager zur Mitte gegangen. Kübauer hat das wieder gut gemacht. In der Mitte sprintet René Wagner frei. Und ganz in der Mitte Peter Stöger. Und da war nur ein Austrianer dazwischen. Blitzartige Konter. Auf das wartet nun Rapid, um vielleicht mit einem zweiten Tor die Vorentscheidung zu erzielen. Ein 2:0 würde wahrscheinlich das Spiel entscheiden. Aber noch immer 1:0 und die Austria drängt jetzt. Leitner. Routiniert jetzt gemacht mit Körpereinsatz von Radajczyk. Aber sehr viele gute Impulse von Jürgen Leitner, dem 22-jährigen Austrianer. Ja, da wird beinhart im Mittelfeld gefightet. Jeder Zweikampf wirklich mit Vehemenz geführt. Ja, und der Ball wurde zu weit vorne abgespielt. Da sind beide nicht mit Schiedsrichter einverstanden. Die Austrianer nicht wegen des Foulpfiffs. Die Rapidler nicht, weil er sie zurückgepfiffen und zurückgeholt hat. Einen Gegenspieler hat der Peter Schöttl, der jetzt am Ball ist, verbraucht Milovanovic. Man kann gespannt sein, wie sich nun Kocic gegen den Team Mantecker Peter Schöttl durchsetzen wird. Penksa, guter Haken am Pfeffer vorbei, guter Schuss. Er hat viel frischen Wind jetzt gebracht. Ist auch lange Zeit viel schuldig geblieben. Der Spieler, den sich Ernst Dokopil gewünscht hat, der vom GAK geholt wurde. Da macht einen schönen Haken vorbei an Toni Pfeffer. Guter Schuss. Aber genau auf Knaller. Kübauer. Schön gespielt auf Wagner. Was wird draus? Ja, wenn der Wagner im Strafraum ist, spielt er selten ab, versucht er immer sein Heil, indem er selbst schießt. Gerät ein bisschen seinem Vorbild aus früheren Zeiten Hans Krankl nach. Wenn der im Strafraum war, hat er auch kaum abgespielt. Ist immer selbst versucht. Jetzt beginnt in wenigen Augenblicken die legendäre Rapid-Viertelstunde. Gespannt, ob sie Rapid auch nützen kann, wie schon so oft. Pfeffer gegen Penksa. Müsste out geben für die Austria, aber es ist der Ball bei Rapid. Jetzt werden also die Rapid-Fans zur Rapid-Viertelstunde blasen und anfeuern ihre Mannschaft. Jetzt gibt's Gelb.
Schießwall. Schön, diese versöhnliche Geste. Das passiert natürlich manchmal in der Hitze des Gefechts, dass man den anderen trifft. Freistoß durch Kübauer. Pfeffer vor Lesjak. Ivanov wieder mit vorne. Beide Trainer jetzt am Rand ihrer Coachingzone. Wir spüren, da könnte noch einiges passieren. Vielleicht eine Vorentscheidung zugunsten Rapids. Und Glück jetzt! Da muss es indirekten Freistoß geben. Der Ball wurde zurückgespielt. Ich habe jetzt nicht erkennen können in der Geschwindigkeit von welchem Austrianer. Aber Schiedsrichter Grabherr nimmt bei der Ballaufnahme von Wolfgang Knaller hier indirekten Freistoß. Schauen wir. Da steht Flögel da, rutscht hinein. Ich glaube, es war der Thomas Flögel. Rutscht hinein und das wird als Rückpass gewertet. Hier noch einmal. Jawohl. Indirekter Freistoß vor der Torlinie der Wiener Austria. Da hätte der Wolfgang Knaller sicherheitshalber den Ball mit dem Bein wegschlagen müssen. Aber das ist so eng. Da steht die ganze Austria-Mannschaft im Tor. Da ist es meist schwer, ein Tor zu erzielen. Da haben wir sie schon. Pfeffer, Kocic, Leitner, Ogris. Alle auf der Torlinie. Und was wird Rapid nun machen? Abspielen in die Mitte, wo Prosenik und Ivanov stehen. Oder wird man einen Schubferl probieren, ins lange Eck? Oder wird man einfach draufhauen? Kann die Austria rechtzeitig heraussprinten mit einem Spieler? Das ist jetzt die Frage. Lesjak in die Mauer. Es ist schwer aus dieser Distanz. Das schaut im ersten Moment sehr klasse aus für die Mannschaft, die der indirekte Freistoß zugesprochen wird, aber es ist schwer, da den Ball ins Tor zu bekommen. Rapid bleibt weiter am Ball. Ja, und sehr sicher Wolfgang Knaller. Schmidt. Jawohl, und es gibt Gelb-Rot. Da wird gerangelt in der Mitte. Nachgehakt von Schmidt. Manfred Schmidt muss hinaus. Im 79. Minute nach dieser Attacke an René Wagner. Ausschluss für den Austrianer. Und in den letzten zwei Spielen, ich habe es zu Beginn dieser Partie erwähnt, letzten zwei Spiele hat es immer Ausschlüsse gegeben. Und jetzt wieder. Diesmal Manfred Schmidt nach diesem Foul. Walter Skocic natürlich aufgeregt, ist klar. Es war eine gelb-rote Karte, die hier die Gemüter so erhitzt hat. Angeschlagen René Wagner wird von Marcel Frey behandelt. Also nach wie vor Zündstoff im Derby. Es gibt immer wieder Aufregung. Waren es am 11. August Rachimov und Zinkler, die ausgeschlossen wurden. Dann René Wagner, der auch damals Gelb-Rot erhielt, im 23. Oktober, so ist es diesmal Manfred Schmidt. Jetzt wird es natürlich ganz schwer für die Wiener Austria, dieses 0:1 aufzuholen. Wagner. Vorbei an allen Rapidlern. Und Foul hier von Penkser. An Schießwald. Ob die Austria jetzt alles riskiert und ganz aufmacht, um den Ausgleich zu erzielen, ist jetzt die große Frage. Hopp oder Drop? Leitner wieder einmal gegen Rataici. Flögel. Muss zurückspielen. Rachimov. Wenn man der Statistik glauben darf, dann kann nur noch ein Mann die Wiener Austria herausreißen. Andi Ogris. In jedem Spiel gegen Rapid hat er bis jetzt ein Tor erzielt.
Jetzt hat er nicht mehr lang Zeit dazu. Hier dabei. Pech für Günther Schießwald. Und hier noch einmal das Tor, das Rapid erzielt hat durch Peter Stöger. Knaller schießt genau zum Gegner. Stöger erhält den Ball, kann nicht mehr eingeholt werden. Macht den Schritt nach außen und bezwingt Wolfgang Knaller. So gut hat der Austria-Torhüter gehalten, aber da bei dem Ausschuss war doch ein bisschen ein Patzer dabei, muss man ganz offen sagen. Und das ist der Torschütze. Sein erstes Tor gegen seine ehemaligen Kameraden, Peter Stöger. Aber wird das halten bis zum Schluss? Nicht mehr lange geht es hier noch. Knapp 8 Minuten. Noch einmal Rachimov. Wieder ist Leitner frei. Der hat sehr viel Spielraum, nützt ihn auch bis jetzt sehr gut aus. Chance für Kocsis gewesen, aber vorher schon gepfiffen nach einer Attacke von Kocsis an Torhüter Konsol. Abgepfiffen von Graber. Das wird natürlich wieder für Diskussionen sorgen. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Brei kommt gut vorbei. Abpraller hier, Kocsis. Konsol ist da. Naja, ich weiß nicht. Da haben die eigenen Leute Torhüter Konsol behindert. Schauen wir noch einmal. Kocsis befördert den Ball zu Konsol, der lässt ihn aus. Und von den zwei Rapidlern hier, da ist Ivanov dabei, geht der Ball ins Tor. Noch einmal. Flügel rutscht fast vorbei. Kocsis. Konsol, der Ball ist weg. Und Ivanov stupst ihm den Ball aus der Hand. Und Leschak setzt nach, der Ball ist im Tor, es wird aber abgepfiffen. Das ist die korrekte Nacherzählung dieser Zeitlupenszene. Ui, da wird es Diskussionen geben. Austria-Fans skandieren Schiebung. Rapid jetzt im Glück, obwohl die Mannschaft die meisten Chancen gehabt hat, bis zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient geführt hat. Da macht sich noch Brummeier bereit, um ins Spiel zu kommen. Ein Mann, der wichtige Tore schießen kann. Ein quirliger, technisch starker Stürmer, der aus Linz geholt wurde. Ronald Brummeier. Offside. Taktischer Austausch. Mandecker Schießwald geht heraus. Hier noch einmal das Offside. Jetzt ist Brummeier im Spiel und der Mandecker Schießwald, Günther Schießwald, aus dem Spiel. Die Austria nach wie vor fast eine Viertelstunde nach dem Ausschluss von Schmidt in numerischer Unterlegenheit. Aber sie macht jetzt Druck. Da haben wir Schießwald, der sich total ausgegeben hat, wirklich gut gespielt hat. Wer ist schneller? Foul von Flügel. Aber das sind Entlastungsangriffe, da macht der Peter Stöger absichtlich diesen Antritt, um einmal Ruhe wieder ins Spiel zu bringen in seiner Mannschaft. Hier noch einmal das Hackerl von Thomas Flügel. Lateitschik. Benxer, hätte aufrollen müssen. Kübauer. Viele Zweikämpfe jetzt. Etwas runtergestiegen dürfte hier Radajczyk sein. Da haben wir Marek Benxer, der in dem Getümmel am ersten noch die Übersicht behalten hat. Wenige Augenblicke nur noch hier. Aber lange Augenblicke
für die Austrianer. Wieder ein Fehler. René Wagner. Und das ist die Vorentscheidung in diesem Spiel. Wieder ein Abwehrfehler in den Reihen der Austrianer. Kaltblütig ausgenützt. Und das ist das 2:0. Ein ähnliches Tor, wie er es gegen Tirol erzielt hat, von halb rechts. Rachimov kommt nicht mehr her und Wolfgang Knaller hat keine Chance. So gut hat die Wiener Austria gespielt. Zwei Fehler in der Abwehr, die sofort und kaltblütig ausgenutzt wurden. Hier noch einmal. Ein Riesenfehlpass hier von Gaga. Genau auf Wagner gespielt. Und das 2:0. Das 11. Saisontor von Wagner. Ja, jetzt die Rapidler entfesselt, ist ganz klar. Wieder Wagner. Und das 3:0. Das 12. Tor von Wagner. Jetzt ist die Wiener Austria geschlagen. Ein bisschen können einen die Violetten leid tun. So lange haben sie hervorragend gekämpft. Dann der falsche Ausschuss von Knaller. Das 0:1. Dann der Fehlpass von Libero Gaga. Und zweimal hat jetzt Wagner zugeschlagen. Das 2:0 und das 3:0 durch René Wagner. Den Führenden in der Torschützenliste nun mit 12 Treffern. Guter Schuss vom Pfeffer. Man sieht aber wahrscheinlich auch, dass sich solche Spiele nicht nur auf athletischem, taktischem und fußballerischem Sektor abspielen, sondern irgendwo auch im Kopf. Es ist ganz wichtig, dass man in so einem Spiel auch in Extremsituationen die Konzentration und die Ruhe behält, dass man immer da ist. Und diese Konzentration, die hat die Wiener Austria nicht die ganze Zeit aufbringen können. Individuelle Fehler haben die Mannschaft von Walter Skocic geschlagen. Schade, die Mannschaft hat gut gekämpft, hat Willen gezeigt, hat sich dem Favoriten wirklich mit Erfolg entgegengestemmt. Lange, lange Zeit, bis zur 58. Minute, bis eben dieses verhängnisvolle 0:1 aus Sicht der Austrianer gefallen ist. Dann hat man mit numerischer Unterlegenheit nach dem Ausschluss von Manfred Schmidt versucht, doch noch aufzuholen. Dann noch ein Fehler und mit dem 0:2, da war es natürlich dann aus. Und im Schock dieses 0:2 ist dann auch noch das 0:3 wieder durch René Wagner gefallen. Dieser Kampfgeist, den hier Rachimov bis in die Schlussminuten zeigt, hat also nichts genützt. Ernst Dokopil und sein Team, die Rapid-Anhänger, können triumphieren. Und jetzt gibt es Gelb für Rachimov. Foul an Lesia. Aber gerade er, der routinierte Spieler, verkörpert hier den Kampfgeist, den die an und für sich junge Austria-Mannschaft in diesem Spiel gezeigt hat. Offside. Die Austria-Fans dürfen auch zwei Lattenheber beklagen. Einen durch Milovanovic schon in der 2. Minute und dann in der 51. Minute durch Schmidt, der später ausgeschlossen wurde. Und hier noch einmal das Tor von René Wagner zum 0:3. Aus der Sicht von Wolfgang Knaller, der wieder hier den Ball aus dem Netz holen muss. Und alles ist, die Rapid-Fans haben es angekündigt, in der Rapid-Viertelstunde passiert. Die entscheidenden Tore also in den letzten 15 Minuten in der Rapid-Viertelstunde erzielt. Ein wichtiger Sieg, den die Rapidler hier entgegensteuern, wird sich auch in der Tabelle bemerkbar machen im Vergleich zu Casino Salzburg. Und natürlich werden die Rapid-Spiele jetzt weiterhin interessant sein und wir werden sie weiterhin live
über die nächsten großen Begegnungen der Rapidler des Tabellenführers informieren. Wichtig auch für Teamchef Herbert Prohaska, dass auf beiden Seiten Spieler gut gespielt haben, sowohl bei der Wiener Austria, vor allem aber auch bei Rapid, Kübauer, Stöger. Schiedsrichter Grabe hat vielleicht einen Fehler gemacht. In der Geschwindigkeit war das nicht genau zu erkennen, offenbar. Als bei einem Gestocher Foulspiel gegen Rapid-Torhüter Konsel gegeben wurde, das wird noch für einige Aufregungen sorgen. Beim Stand von 1:0 für Rapid, da hätte die Wiener Austria noch in numerischer Unterlegenheit die Möglichkeit gehabt, auszugleichen. So aber durch die Tore von Peter Stöger in der 58. Wagner in der 86. und 87. Minute ein klares 3:0 für Rapid. Durch die Überlegenheit in der ersten Spielhälfte und die größeren Chancen insgesamt gesehen, ein verdienter Sieg, aber ein bisschen Pech, muss man schon sagen, war für die Wiener Austria dabei. Der Jubel hier des zweifachen Torschützen René Wagner war doch ein guter Kauf, den hier Ernst Dokkopil und Manager Werner Kuhn und auch Rapid-Präsident Günter Kaltenbrunner getätigt haben, als sie den Mann aus Brünn nach Wien geholt haben. Diese Szenen kennen wir. Kappel gibt es noch für Michael Konsel von Ivanov. Die Sieger verabschieden sich hier von ihren Anhängern, die so lautstark die siegbringende Rapid-Viertelstunde eingeleitet haben. Bei uns ist natürlich noch nicht aus. Ich sehe unten schon meinen Kollegen Andi Felber mit den ersten Interviews und die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Guten Pfeffer, unser Kommentator Peter Estrauch hat gerade gesagt, es war ein bisschen ein Pech auch dabei. War es nur Pech, aber war Rapid wirklich stärker, war der Sieg von Rapid verdient? Ja, ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, ein 3:0 ist auf alle Fälle zu hoch. Ich glaube auch, dass der Sieg nicht ganz verdient war. Wir haben selbst sehr gute Chancen gehabt. Haben es halt leider nicht hineingehauen, das ist halt einmal so, dann kriegt man eins, dann muss man aufmachen und dann kriegt man das zweite und das dritte, aber dann nicht mehr die Aufgabe. Die drei Treffer, waren das alles individuelle Fehler? Wo gehört da gearbeitet bei euch? Ja, sicher waren es individuelle Fehler, aber die passieren eben in einem Spiel, das ist ganz normal, das kommt vor, jeder macht Fehler und uns ist halt heute einmal passiert. Böse Torhüter Knaller, aber das erste Tor, der Ausschuss, ein bisschen unglücklich von ihm. Ja, schau, und dann machen wir da kein Schirmgericht. Es sind Fehler, es sind eben so Sachen passiert, ein und aus. Es sind halt Fehler passiert, da kommen Tore und kann man nichts machen. So, danke, Tore. Dankeschön, dass Sie mitgespielt haben. Nächsten Samstag beim nächsten Heimspiel um 15:30 Uhr. Wolfgang Knaller, nach dem ersten Verlusttreffer, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Nach dem ersten Verlusttreffer, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, nach dem Ausschuss? Ja, sicher ist das Problem. Ich habe, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht und habe probiert, leider der Boden ist ein bisschen unabprobiert. Ein Dropkick-Kasch ist mir ein bisschen versprungen und natürlich, ein Ausschuss kann immer wieder abreißen, aber natürlich ist so ein Spiel und dann ist es natürlich, glaube ich, eine Vorentscheidung gewesen. Wir haben, glaube ich, sehr gut gespielt. Ein Unentschieden war, glaube ich, gerechter gewesen. Natürlich haben wir zum Schluss dann noch zwei Konter gekriegt, aber das Ergebnis viel zu hoch ausgefallen. Danke, Wolfgang. Der Peter Stöger, der Torschütze zum 1:0, ist auch gleich zu uns hergekommen. Peter, zuerst einmal herzliche Gratulation zum 3:0. Das 3:0 vom Resultat her auch gerecht? Nein, zu hoch. Also, ich denke, wir haben ein gutes Spiel gesehen, aber sicher nicht mit einer so unterlegenen Austermannschaft, wie das 3:0 vielleicht aussagen würde. Wir haben auch Chancen gehabt, haben sie nicht verwertet und dann natürlich in der Schlussphase waren sie total offen auf Konter, was aber eh klar ist, weil sie alles riskiert haben. Hat die Rapid-Mannschaft in der Pause in der Kabine ein bisschen gehadert, weil vor allem in der ersten Spielhälfte wurden sehr viele Möglichkeiten vergeben, auch von ihnen? Ja, meine Güte, es ist ja so, wenn man jede Torschance reinhauen würde oder wenn ich jede von meinen Chancen reinmachen würde, dann wäre wahrscheinlich jedes Jahr Schützenkönig. Das ist halt leider nicht so. Ne? Und man muss halt darauf hinarbeiten, dass eine Chance nach der anderen kommt und irgendwann glaubt es dann und beim nächsten Mal habe ich es dann halt besser gemacht. Und der René hat zum Schluss sehr gut auch zweimal gemacht. Aber ich denke, das ist so in einem Spiel, wo es so rassig ist wie das Derby. Da sind Chancen, da werden vergeben und die dann glücklich gewinnen, die sind dann froh über die drei Punkte. Wir sind es heute gewesen. Danke Peter Stöger und zu Christian Eber in unser Studio. Danke Andi Felber. Ich habe die beiden Trainer jetzt bei mir. Zuerst zum siegreichen Coach Ernst Dokkopil. Ich glaube, der Tenor war richtig. Erfolg geht vielleicht in Ordnung, sicherlich nicht die Höhe des Erfolges. Das, was der Peter Stöger gesagt hat, das stimmt schon. Austria hat sehr gut gespielt. Wir haben lange kämpfen müssen, um zum Erfolg zu kommen. Wir haben viele Chancen gebraucht und letztendlich
war sicher ein verdienter Erfolg, aber sehr hart eigentlich. Walter Skoczek, die Austria vor einer Woche gegen Ried noch ziemlich im Glück. Heute ist aber wirklich, was Göttin Fortuna betrifft, nichts gelaufen in der zweiten Spielhälfte. Das ist richtig. Die Mannschaft hat sehr gut gespielt, sehr gut gekämpft. Wir haben uns leider die ersten zwei Tore selbst gemacht durch zwei Fehler. Aber ich glaube auch entscheidend war, wir haben bei 0-1 ein klares Tor gemacht. Das heißt, die Rapidler haben sein Eigentor gemacht und das ist nicht gegeben worden, da wäre es 1-1 gestanden, 10 Minuten vor Schluss. Aber wie gesagt, ich muss gratulieren Rapid, es war glaube ich ein rassiges Derby mit beiderseitigen vielen Torchancen und eben durch unsere Fehler hat Rapid das Spiel gewonnen. Schauen wir uns ein paar Einspielungen dieser zweiten Spielhälfte an und beginnen wir mit der 57. Minute, dem 1:0 durch Peter Stöger. Walter Skoczek, ich glaube, da hilft die beste Taktik nichts, wenn solche individuellen Fehler passieren. Ein großer Fehler, aber gut. Das passiert heute, aber sollte nicht passieren. Hans Dokubil, großes Durchatmen wahrscheinlich in dieser 57. Minute. Naja, die Entscheidung war es noch nicht, aber es war sehr wichtig, in Führung zu gehen, denn dann hat man mehr Räume, dann kann man besser das Spiel machen. Gleich zur nächsten Szene. Wir gehen weiter zum 2:0. Das war dann die Entscheidung nach der roten Karte von Schmidt. Nein, wir sehen noch zunächst das nicht gegebene Tor der Wiener Austria. Der eigene Mann hat den Ball ihm weggespitzelt. Wir werden es in der Zeitlupe sehen. Ernst Dokubil, was sagen Sie dazu? Ja, da? Nein. Oh. Er ist mit dem Fuß zum Tormann gegangen. Er hat den Ball noch nicht fix gehabt. Verloren. Also ganz einig sind sich die Lehrer natürlich nicht, naturgemäß. Wir schauen uns einmal ein weiteres Tor an, das dann gezählt hat. Pech war es in jedem Fall für die Austria, denn statt des 1:1 ist es dann 3 Minuten später 2:0 gestanden. Wieder haarsträubende Fehler. Ja, großer Fehler. Wieder ein Routinier. Also nicht die Jungen haben ausgelassen in so einem wichtigen Spiel, sondern die Alten eigentlich. Ja, aber es sind so kleine Sachen, die was Fehler sind. Zum Beispiel der Schmied. Der kriegt bei der ersten gelben Attacke, wo er im Ball spielt, kriegt er die gelbe Karte. Natürlich kriegt er dann zweite, war in Ordnung der Ausschluss. Aber wegen nichts hat er gleich am Anfang eine gelbe Karte gekriegt. Das dritte Tor schauen wir uns auch noch an. Ernst Dokubil, waren Sie zufrieden mit dem Schiedsrichter? Ja, keine Frage, er hat sehr gut gepfiffen. Es war ihm kaum ein Fehler nachzuweisen. Jetzt sehen wir die Einspielung des letzten Tores wieder. Rene Wagner, der ist sein Geld wert, Ernst Dokubil. Ja, das ist richtig. Da bin ich heute noch dankbar für den Tipps unserer Fans. Denn er hat sich wirklich gut in die Mannschaft gespielt. Wir schauen uns jetzt gleich einmal die Tabelle an nach dem heutigen Spiel. Und Ernst Dokubil wird freudig zur Kenntnis nehmen. Rapid hat sich ein bisschen abgesetzt. 3 Punkte jetzt vor Salzburg. Und der Skoczek war heute nicht der Tag der Austria, aber... Sicher nicht, aber ich glaube, die Austria hat einen sehr guten Fußball gezeigt. Und wie gesagt, wir haben heute nicht das nötige Glück gehabt, aber Rapid ist eine gute Mannschaft, eine routinierte Mannschaft und man kann nur gratulieren zum Sieg. Wart gegen den Top-Favoriten der Meisterschaft gespielt. Ja, aber wir hätten ohne weiteres da einen Punkt holen können. Gut, dann danke ich den beiden Trainern fürs Kommen und wir verabschieden uns und ich verabschiede mich im Namen unseres gesamten Teams hier im Hanapi-Stadion mit den Highlights dieses Spiels. Dankeschön, Wiederschauen.